Mein Herz bleibt auch hier in München. Ich habe mit 18 Jahren gekommen und sind hier schon fast 14 Jahre. Und Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich gehe nach Hause, aber ich gehe glücklich. Servus! Komm rein! Ich zeig euch, wie ein Brasilianer nach 8 Jahren in München, wie weiße Wurst er ist. Entschuldigung, ich bin zu Hause, ich darf essen wie. So, wenn jeden Sonntag mich mit meiner Familie, wir gehen hier zum, gibt es ein Restaurant hier. Und wir gehen jeden Sonntag dort zum Weißwurst essen. Mit Brezel, Weißbrot auch mit dieser Obaza. Das gerne. Ich esse gerne das. Meine Familie auch. Normalerweise in Brasilien gibt es nicht so Weißwurst. Und? Mein Herz bleibt auch hier in München. Ich würde nie München verlassen. Ich bleibe hier oft, dass es eine Stadt hat. Ich fühle mich voll, meine Familie auch. Habe ich 8 tolle Jahre hier in München gelebt. Fußball, ich kenne viele Leute auch aus dem Fußball hier. Ich liebe hier München, ich liebe alle Deutschland. Deutschland hat mich so, ich habe mit 18 Jahren gekommen und sind hier schon fast 14 Jahre. Und Deutschland ist meine zweite Heimat. Ich habe den Test gemacht und 2 Tage später hat das Ergebnis rausgekommen, dass ich hat geschafft. Ja, bestätigt. Und dann ich komme dort und war ein Mann, er war 60 Fan. Und dann hat er so, weißt du, er war nicht so nett, weißt du. Ich habe nicht gegen 60, aber ich habe schon ein Tor gegen 60 gemacht. Aber ich war damals für Schalke. Und da hat er gesagt, ja, und du hast schon ein Tor gegen 60 geschossen. Ich habe gesagt, okay, genau. Aber war gut. Das war schon für mich eine große Ehre. Mein Ausweis. Das bedeutet viel. Weil so, wenn du hier in Deutschland so lange Zeit bist und hast diese Möglichkeit, das ist für mich eine große Ehre. Das habe ich geschafft und hier auch Deutsch steht auf meine Haut. Geht nicht mehr weg. Brasil und Deutschland. Ich liebe hier dieses Land. Ich habe meinen besten Moment von meinem Leben hier erlebt. Und ja, ich bin halb. Schau mal hier, das ist Banjo. Jeden Tag, wenn ich zurück zum Training, zum Essen, ich lasse hier schon, ich esse und danach mindestens eine Stunde, hier eine halbe Stunde, spiele ich auch. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Also, was ich noch mir gut erinnern kann, wenn du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist, hast einen Vertrag für Schalke unterschrieben und dann haben wir uns bei DD zu Hause, der Ex-Dortmund-Spieler, getroffen. Und auf einmal, ich habe dir so angeschaut und gesagt, nein, so einer kann hier nicht spielen, weil du warst so schmal. Er sagt, so einer, beim Zweikampf kannst du aus den Stadien wegschießen. Und du hast doch es geschafft, ey. Eine sehr schöne Karriere hier bei uns gehabt haben, viele Titel gewonnen. Und noch ganz wichtig, du bist Mensch geblieben. Du bist einer, wo gibt dein letztes Hemd am allen, wo es braucht. Und das ist schön. Dieser Mann ist für mich einer von, nicht wegen Fußball, weil Giovanni Fußball brauchen wir keinen diskutieren. Er war ein Torjäger, ein super Spieler. Weil Giovanni hat erzählt, ich habe auch nach Deutschland gekommen mit 18 Jahren. Und ich war so dünn. Heute habe ich 68 Kilo. Ich habe nach Deutschland gekommen mit 60. Jeder hat geglaubt, dass ich war zu dünn und so flach hier in Deutschland. Aber Gott sei Dank habe ich es geschafft. Ich schieße nicht viel Tor, ich weiß alles. Meine Tor kann ich alle schießen.
Oh, das ist brasilianische Aktion. Das ist schön. Und das Tänzchen. Alle dachten, ich wollte Flanke. Das ist ein Tor. Nein, ich wollte Flanke. Rafinha! Schau mal, gegen Frankfurt letztes Spiel habe ich Tor gemacht. Ja, diese, meine Lieblingstor ist nicht hier drauf, ihr habt vergessen, weil meine Lieblingstor ist gegen Villarreal, Champions League, mein erstes Tor für Bayern. Schön, Rafinha tunnelt seinen Gegenspieler, zieht ab und Tor! Was für ein Treffer von Rafinha! Da hat er ja alle genarrt. Habe ich einen Tunnel gegeben, sondern einen Schuss. Aber der andere auch schon hier, war gegen Nürnberg. Weil so Nürnberg war nicht ein schönes, mein schönstes Tor, aber das hat mir bedeutet viel. Weil ich bin der einzige Spieler. Ich habe das Tor bei jedem Derby, das bis heute habe ich gespielt. In Brasil, Curitiba gegen Atlético Paranaense Derby. Schalke gegen Dortmund. In Italien, Genoa gegen Sampdoria, ist der große Derby, habe ich auch Tor gemacht. Und hier bei Bayern gegen Nürnberg habe ich auch. Ich bin, jeden Derby habe ich Tor geschossen. Das ist gut. Natürlich war ich sehr traurig, weil so für mich hat das viel bedeutet, ne? So mein letztes Spiel in Allianz Arena, nach 8 Jahren. Danke Leute, vielen Dank. Haben wir alles erlebt, alles gewonnen, 8 tolle Jahre. Ich muss nur Danke sagen für alles. Vielen Dank. Wir sind eine Familie. Mia Samia. Ja, das ist schwer, so zu solchen Sachen zu sehen. Solche Sachen bleiben für immer. Und ja, ich weiß schon, Entschuldigung, aber das ist, jeden Tag habe ich genießen so. Aber mit dem Herz, weißt du, jeder weiß bei uns, Mannschaft, jeder weiß, dass das habe ich mit dem Herz erlebt. Also diese 8 Jahre habe ich alles genießen. Ich gehe nach Hause, aber ich gehe glücklich.